Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, während die allermeisten Menschen und wahrscheinlich auch die allermeisten von uns Silvester feierten und das neue Jahr begrüßten, während wir und viele andere auf öffentlichen Plätzen unterwegs waren, mit Freunden und Familienangehörigen das Feuerwerk anschauen wollten, da raste ein Mann in die Menschenmengen, offenbar mit der klaren Absicht, Menschen mit Migrationshintergrund zu töten. Laut Polizeiangaben lenkte der Täter sein Auto gezielt an 13 Orten in Bottrop, Oberhausen und in Essen. 10 Menschen wurden verletzt, darunter 2 Kinder. Mindestens 70 weitere Menschen wurden von diesen Taten geschädigt. Und das Motiv des Täters war Rassismus. Das hat er in den Vernehmungen selbst so angegeben. Und man hat in dieser Silvesternacht wieder einmal sehen können, welche tödlichen Absichten sich aus rassistischem und menschenverachtenden Gedankengut ergeben können. Und ich finde es wichtig, dass wir hier ein gemeinsames Zeichen der demokratischen Kräfte gegen jede Form von Rechtsextremismus und Rassismus setzen. Der Anschlag von Essen, Bottrop und Oberhausen reiht sich ein in eine Reihe rechtsextremer Anschläge hier in Nordrhein-Westfalen. Zu Beginn der 90er Jahre gab es eine Serie von Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Wohnhäuser von Menschen mit Migrationshintergrund. Die beiden Taten, die im öffentlichen Gedächtnis wahrscheinlich am präsentesten sind, ist der Anschlag von Hüngse im Oktober 1991 und von Solingen im Jahr 1993. Im Jahr 2000 erschoss ein Neonazi in Dortmund 3 Polizisten. In 2001 und in 2004 verübte der rechtsterroristische NSU Anschläge in Köln. Am 4. April 2004 wurde Mehmet Kubaschik in Dortmund grausam ermordet. In 2015 und in 2016 gab es eine deutliche Zunahme von Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte hier in Nordrhein-Westfalen. Und das ist nur eine Auswahl von rechtsextremen Anschlägen und von rechtsextremen Morden in Nordrhein-Westfalen, die, wie ich finde, aber sehr deutlich machen, was für eine Kontinuität von rechtsextremer Gewalt in diesem Land vorhanden ist. Und es handelt sich hier eben nicht um Einzelfälle, zumal sich der Täter aus dem Ruhrgebiet offenbar selbst als Vollstrecker eines vermeintlichen Volkswillens gesehen hat. Im Übrigen ähnlich wie die Täter in Solingen oder auch der NSU. Und im Übrigen, um das hier auch noch mal deutlich zu sagen, psychische Erkrankungen und rassistische Einstellungen und die Taten, die sich aus diesen Einstellungen ergeben können, schließen sich nicht aus. Und deshalb verbietet sich auch eine Relativierung durch Verweis auf diese psychische Erkrankung. Im Jahr 2017 wurden 206 politisch rechtsmotivierte Gewaltdelikte in Nordrhein-Westfalen verzeichnet, davon 172 Körperverletzungsdelikte. Rechtsextremismus ist also eine echte Bedrohung, eine echte Gefahr für all diejenigen in unserem Land, die aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Identität, ihres Geschlechts oder ihres Engagements gegen Rechtsextremismus nicht in das menschenverachtende Weltbild der Rechtsextremen passen. Und wir sind als Politikerinnen und Politiker aufgefordert zu handeln und für die Sicherheit, also auch für die innere Sicherheit dieser Menschen zu sorgen. Ich finde, diese Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir gemeinsam tragen. Die Gefahr durch Rechtsextremismus, durch Rechtsterrorismus ist nicht neu, das habe ich gerade anhand der Zahlen ja auch noch mal verdeutlicht. Aber seit einigen Jahren haben wir es durchaus mit einem neuen Phänomen zu tun. Als 2015 und 2016 eine Vielzahl von Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte begangen wurden, waren etwa 2/3 der Täter den Behörden vorher nicht bekannt, nicht als Neonazis bekannt, nicht durch rechte Straftaten, durch politisch motivierte Straftaten bekannt. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Polarisierung in der Gesellschaft über die Frage der Aufnahme von geflüchteten Menschen zu einer deutlichen und auch zu einer schnellen Radikalisierung geführt hat. Und das macht es für die Behörden natürlich so unheimlich schwer, solche Taten im Vorfeld zu verhindern. Aber was heißt das für uns als Politikerinnen und Politiker? Ich finde, das heißt für uns, dass wir uns bewusst darüber sein müssen, welche fatalen Auswirkungen eine ausgrenzende Politik und populistisch geführte Debatten über Migration, über Integration haben. Und deshalb stehen wir auch hier gemeinsam in der Verantwortung als demokratische Kräfte gegen eine weitere Polarisierung und Spaltung in der Gesellschaft vorzugehen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und von der FDP, finde ich es
außerordentlich schade, dass Sie unser Angebot nicht angenommen haben, dass wir hier einen gemeinsamen Antrag oder wenigstens einen gemeinsamen Entschließungsantrag formulieren. Ich finde das wirklich sehr bedauerlich. Ich glaube, das wäre angemessen gewesen nach so einem rechtsterroristischen Anschlag in Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte noch einmal betonen, dass wir ja in der vergangenen Legislaturperiode einen NSU-Untersuchungsausschuss hatten, wo wir die Verbrechen des rechtsterroristischen NSU hier in Nordrhein-Westfalen untersucht haben. Und wir haben es geschafft, aus dem NSU-Untersuchungsausschuss gemeinsame interfraktionelle Handlungsempfehlungen zu erarbeiten aus den Erkenntnissen, die wir dort gewonnen haben. Und viele von denen, die damals mitgearbeitet haben, sind ja immer noch da. Also zum Beispiel Peter Biesenbach für die CDU-Fraktion, Frau Gebauer, Herr Stamp, Herr Kosicki, Birgit Rydlewski von den Piraten ist nicht mehr dabei, aber zum Beispiel Sven Wolf als Ausschussvorsitzender, meine Kollegin Monika Düker und ich, also viele von uns haben daran mitgearbeitet, dass wir gemeinsame Handlungsempfehlungen hier erstellt haben. Und um mal ein Beispiel zu nennen, was in diesen Handlungsempfehlungen steht, wir haben uns da mit Opferschutz beschäftigt, mit den Ermittlungsbehörden, mit dem Ausbau der Präventionsarbeit. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, im Bereich des Opferschutzes sollten Opfer rechter Gewalt proaktiv von der Polizei auf die spezialisierten Beratungsstellen hingewiesen werden. Das kostet nichts und Herr Reul, Sie könnten das mit einer Unterschrift morgen im Prinzip erledigen. Also das wäre leicht zu machen. Für die Opfer würde es bedeuten, dass es mehr Hilfe gibt, mehr Unterstützung gibt. Und ich finde, das ist doch so ein Punkt, wo wir doch gemeinsam eigentlich das jetzt auch umsetzen könnten. Und ja, klar ist auch, dass die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen wahrscheinlich die Tat der Silvesternacht nicht verhindert hätte. Zumindest wissen wir das nicht. Wir können von Glück reden, dass dort niemand aufgrund der Verletzungen gestorben ist. Aber unser Ziel muss doch sein, das Risiko solcher Taten, aber auch die alltägliche rechtsextreme Gewalt, die es in diesem Land gibt, zu verhindern. Und wir haben uns wirklich viele Gedanken über diese Handlungsempfehlungen gemacht. Und deshalb fordere ich Sie auf, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, auch wenn Sie diesem Antrag heute nicht zustimmen, was ich wirklich sehr bedauerlich finde, auch, dass wir hier keinen gemeinsamen Entschließungsantrag gemacht haben. Ich lade Sie trotzdem herzlich zu Gesprächen ein. Lassen Sie uns gemeinsam an diesem Thema weiterarbeiten. Dafür ist das Thema wichtig genug. Und ich finde, dieser rassistische, dieser rechtsextreme Anschlag in der Silvesternacht sollte doch eigentlich Anlass genug sein, hier gemeinsam jetzt weiter an dem Thema zu arbeiten. Herzlichen Dank.